Ja, unser nächster Vortragender ist Moritz Stefaner, den ich ganz herzlich begrüße. Und in seiner Webseite steht ein wunderschöner Untertitel für das, was er macht. Er ist Truth and Beauty Visualization. Operator. Truth and Beauty Operator. Und ich finde das eine unglaublich schöne Schilderung von dem, was ihn nämlich tatsächlich umtreibt. Nicht nur die Daten zu bekommen, sie zu visualisieren, sich mit dem Interface-Design auseinanderzusetzen, sondern sich eben ganz intensiv auch darum zu kümmern, wie die Sachen aussehen. Heißt nicht, dass jemand anders das nicht macht. Bitte nicht falsch verstehen. Ja, aber ja. Man merkt, dass da eine ganz eigene Passion dahinter ist. Und ich bin sehr gespannt, welche deiner Projekte du uns jetzt zeigen wirst. Bitte. Na klar. Also, hallo alle. Danke für die Einladung. Genau, mein Name ist Moritz Stefaner. Sieht man schon was? Nee, muss man nochmal hier gucken. Ah ja, super. Genau, also die Sache mit dem Truth and Beauty Operator, die kommt auch ähnlich wie bei Carlo aus diesem, auch einer gewissen Müdigkeit, sich immer erklären zu müssen. Ich mache Datenvisualisierung, ich spiele auch gern mit großen Daten und es ist immer ein längerer Prozess, das zu erklären. Bei meinen Eltern hat es auch ein paar Jahre gedauert dann. Und dann irgendwann habe ich gesagt, dann denke ich mir halt einfach einen Titel aus. Dann kommen entweder keine Rückfragen oder wenigstens interessante. Inhaltlich ist natürlich schon so, dass mich sowohl das Wahre als auch das Schöne interessiert. Und wenn man eins davon vernachlässigt, dann hapert es halt auch an der Grafik, ne? Oder an der Abbildung. Und was die Abbildung betrifft, Thema heute für den Vortrag ist Weltbilder. Und das ist ein Thema, was mich gerade so ein bisschen umtreibt. Wie die Abbildungen der Welt auch unsere Weltbilder verändern, unsere Sicht auf die Welt ändern, ne? Wie Weltsichten sich ändern können. Man sieht hier diese enge Verbindung auch einfach zwischen Sehen und Verstehen und Begreifen und wie man über die Welt denkt. Und man kann das wahrscheinlich vergleichen mit dem, was in den 60er Jahren passiert ist. Ich weiß nicht, ob der Begriff Overview-Effekt bekannt ist, aber das ist so der Effekt, als die Menschen zum ersten Mal zum Mond flogen und man dachte, der Mond ist das Spannende. Ne? Aber das Spannende war der Blick zurück auf die Welt, dass man zum ersten Mal in der Lage war, sich rauszulösen aus dieser beschränkten kleinen Welt und die ganz in ihrer Ganzheit von oben zu sehen. Na, und das ist so ein ganz, also was ganz Emotionales ja auch, wenn man so über diese Welt hier fliegt und dieses Gefühl, man sieht auf einmal, wie alles zusammenhängt, wie alles zusammengehört und man entwickelt ja auch so einen ganz neuen Respekt für die Schönheit der Komplexität, die da auch drin steckt. Ne? Und das Tolle an Datenvisualisierung für mich immer wieder ist, dass wir uns jetzt nicht nur über die physische Welt in so einer Form, ne, drüber fliegen können und sehen können, wie wunderschön das alles ist, sondern eben alle möglichen Arten von Welten. Ne? Das ist die Welt der, keine Ahnung, des Wissens, der Finanzen, der Beziehungen, des Handels. Ne? Alle diese Welten kann man sich jetzt angucken und wenn man eben eine mächtige, ausdrucksstarke Visualisierungsform findet, dann kann man genau diesen Flug darüber machen. Und das ist für mich immer wieder auch ein emotionales Erlebnis und was sehr erhebend ist. Ich erzähle sonst viel über Prozess, ich zeige heute eher ein bisschen Projekte, versuche mal so ein bisschen zu zeigen, wie sie zustande kamen, aber kann da nicht so viel drüber reden. Einfach mal drei Projekte, die letztes Jahr für mich wichtig waren, mitgebracht. Das eine ist sozusagen die Welt der Entwicklungsarbeit der FIFA, haben wir dargestellt. Das ist so eine typische Auftragsarbeit, die ich mache. Dann kommen Leute auf mich zu und sagen, wir haben hier einen großen Datensatz und wir würden den gern zeigen in seiner Gesamtheit und Leuten zugänglich machen. Emoto ist eine Visualisierung der Online, also der Internet, besser gesagt Twitter, Resonanz auf die Olympischen Spiele, letztes Jahr in London. Und Data Cuisine ist ein freies Workshop-Projekt, was ich mit Susanne Jaschke gemacht habe. Da geht es darum, wie man essbare Diagramme machen kann und wie man Essen und Essensaufnahme für Informationsgestaltung nutzen kann. Also erstmal der Globe, das sieht man so, FIFA Development Globe, ist auch im Team entstanden, muss man immer dazu sagen, zusammen mit Studio Nantes, mit denen ich sehr gern zusammenarbeite. Jens Franke hat die Umsetzung gemacht und die betreuende Agentur war Medienfabrik. Und den Globe, den sieht man auf der FIFA-Seite, auf so einer Subdomain. Und man kann da drauf gehen und man kann sich sozusagen über die Entwicklungsarbeit der FIFA informieren. FIFA macht super viele verschiedene Förderprogramme in ganz vielen Ländern, versucht es auch sehr breit zu streuen. Und wenn man jetzt in die Anwendung reingeht, kann man sehen, man sieht sozusagen den Globus und da sind diese ganzen einzelnen Projekte platziert und weil die zu Ländern gehören, sind sie jetzt quasi, sieht man auch keinen sehr geografischen Globus, sondern eher so einen abstrahierten. Man kann sich jetzt einzelne Länder ansehen, kann zum Beispiel
Beispiel sehen, wofür verwendet China auch sein Geld, auch im Vergleich zu anderen Ländern. Das hat natürlich auch alles ein bisschen eine politische Dimension. Kann sehen, wer macht jetzt mehr vielleicht Schiedsrichterausbildung oder wer macht mehr Frauenfußball. Also da steckt super viel so anekdotische, kleine Informationen drin. Man kann dann auch Filter setzen, sagen, mich interessieren so diese Performance-Activities, die eher so Organisation und Management betreffen. Und kann so diesen Globe erforschen oder diese Weltkugel. Es geht weniger darum, so einen kompletten Überblick zu bekommen oder vielleicht auch wirklich Länder eins zu eins zu vergleichen. Da wird es dann auch oft ein bisschen heikel, ne, bei so großen Organisationen. Aber dass man zumindest für das eigene Land und Nachbarländer oder vergleichbare Länder so ein bisschen kleine Vergleiche anstellen kann. Und jetzt kann man sich natürlich immer fragen, warum sieht das so aus, wie es ist und wie kommt sowas zustande? Und da möchte ich ein bisschen nochmal was zum Arbeitsablauf erzählen. Also Datenvisualisierungsprojekte sind so ein bisschen anders als normale Kommunikations- oder PR-Projekte, sage ich mal. Was ich immer den Kunden immer sage, ist, ich brauche zwei Sachen eigentlich von euch. Ich brauche irgendwie eine Idee über die Strategie und das Warum. Warum machen wir denn das? Warum sollen wir so eine Webseite mit so einem 3D-Globus irgendwie ins Netz stellen? Wen interessiert das? Und das Zweite, was ich immer sofort einfordere, sind Daten. Ich brauche irgendwie Daten in irgendeiner Form, um sozusagen auch anhand der Datenexploration und Datenanalyse auch wieder das Projektziel vielleicht ein bisschen ändern zu können oder den Projektschwerpunkt noch ändern zu können. Ne? Also es ist ganz wichtig, da in der frühen Phase sozusagen so ein Vor- und Zurück zwischen Konzeption und Datenexploration zu haben, bis man sozusagen ein gutes Verständnis der Daten hat, auch was die anbieten, was sie schwierig machen, wo sie lückenhaft sind, wo sie vielleicht technisch vollständig sind, aber inhaltlich zweifelhaft. Ne? Das muss man alles erstmal abklopfen, bevor man das Projekt komplett definiert. Und dann kann man in so ein klassischeres Design, Produktions-, Launch, Sektkorken und dann natürlich Analyse und Maintenance-Ablauf gehen. Was ich, muss ich selber sagen, oft vernachlässige, aber was ich mir immer sozusagen wünsche, ist, dass man sozusagen dann auch nochmal den Rückschritt macht und eigentlich von vornherein für eine Version 2 plant, die ein bisschen mit einbezieht, wie die Leute eigentlich auch das Tool am Schluss benutzt haben. Ne? Oder was so für Feedback kommt von den Usern. Man kann nicht alles vorhersehen. Und die Phase sollte man eigentlich gleich mitplanen. Ist nicht immer einfach, aber wäre ganz gut. Und ich zeige jetzt nur im Schnelldurchlauf, ihr seid alles schon müde und hungrig, ein bisschen so Einblicke, wie dieser Ablauf so funktioniert. Also am Anfang sind das auch oft ganz einfache Barcharts. Ich arbeite viel mit Tableau und gucke mir einfach so die Basisstatistiken von so einem Datensatz an. Ne? So bei diesen Events, die wir da hatten, wann sind da am meisten, wie lange dauern die, gibt dann dem Kunden immer noch so ein paar Fragen mit, ist das interessant, ist das uninteressant, was sind so interessante Winkel, ne? Unter denen man die Daten anschauen kann. Wenn jemand sagt, ich will eine Weltkarte machen, mache ich auch erstmal eine Weltkarte, dass man sieht, ob sich das lohnt oder ob nicht alles nur in Europa und irgendwie Ostküste Amerika ist. Oder auch spezielle Fragen, wie viele Spieler oder Offizielle gibt es in den verschiedenen Landesverbänden, hat es dann nicht in die Endvisualisierung geschafft. Oder auch teilweise ganz, also Sachen, die in gar keiner Form eigentlich sich direkt aus dem Briefing ableiten, aber die wir halt interessant fanden von der Datenlage. Und wenn man das dann definiert hat, dann verfeinert man eigentlich. Bei dem Projekt war jetzt natürlich die Weltdarstellung der Dreh- und Angelpunkt. Der Kunde wollte einen Globus, das Projekt hieß einfach auch so. Ich hätte es nicht empfohlen, aber da haben wir gesagt, das probieren wir es halt mal, dann machen wir halt wenigstens einen richtig guten Globus. Und dann steht man natürlich vor der Wahl, macht man sowas sehr Geografisches oder eher was Politisches oder eher was Abstraktes, ne? Wo dann aber vielleicht auch wieder diese Wiedererkennbarkeit der Länder verloren geht und man muss da irgendwie so ein, also sowas ist natürlich zu konkret und lenkt auch zu sehr ab, die Geografie. Es geht auch nicht darum, wo die genau waren, es geht ja um die Landesverbände, ne? Und da mussten wir irgendwie so eine Brücke schlagen und ja, wir haben dann so ein Paper entdeckt, was sozusagen auch so Globe Tessellations heißt, es so Kachelungen beschreibt, wie man die so dreidimensional machen kann. Und da waren dann diese Abbildungen drin und haben wir natürlich gleich gesagt, ja, Moment, das ist ja Fußball, ne? Das passt ja perfekt. Und gleichzeitig wussten wir halt von der Abbildung auch, okay, der Abstraktionsgrad, das ist was, mit dem wir eigentlich erreichen wollen. Ne? So eine gewisse Wiedererkennbarkeit der Geografie, aber dass sie eigentlich nicht ablenkt. Den Ansatz haben wir dann auch noch verfeinert, da hat vor allem Studio Nantes dran gearbeitet und sozusagen unser Beitrag ist da jetzt, verschiedene große Flächen auch zu benutzen fürs Landesinnere und nach außen und immer feiner zu werden. Das ist einerseits optimal natürlich von der Berechnung und andererseits auch visuell schafft es Zusammenhalt in dem Land. Und also wir waren dann in der Lage, den ganzen Globus halt nur über Geometrie auch abzubilden. Ne? Sozusagen jedes Land hat eine eigene Geometrie, alles einzelne Punkte.
ja, da muss man da viel experimentieren. Was ist denn so die ideale Auflösung, sage ich mal, ne? Dass man zum Beispiel sowas wie Italien hier noch entdeckt oder wiedererkennen kann, hier wird man es nicht mehr sehen. Ne? Da muss man sozusagen ganz genau feintunen, dass das auch am Schluss was Erkennbares rauskommt. Und so sah dann das Endprodukt aus. Und also ähnliche Überlegungen haben dann natürlich, sagen wir formal, wollten wir dann in dieser Dreieckswelt bleiben, zur Gestaltung dieser Eventmarker sozusagen geführt. Und jede dieser Gruppen von Elementen, die eine Farbe haben, stehen so für einen Bereich. Und da hatten wir genau drei und dadurch konnten wir genau mit dem Prinzip arbeiten. Ja, weil wir es heute Morgen schon gesehen haben, ne, in dem Grafisbuch, was ich leider nicht besitze, aber da hat mir dann auch jemand im Nachhinein die Abbildung zugeschickt, das ist ganz nah dran und war halt vor 40 Jahren. Insofern ganz nett, wie sich das immer so wiederholt. Kannten wir aber nicht. Ne. Wahrscheinlich war es ein Zeitreisender. Ja. Kann man sich auf jeden Fall angucken. Er ist auf devglobe.fifa.com, auch im Netz, ist mit Flash umgesetzt, ist vielleicht mein letztes Flash-Projekt. Also, wer weiß, man wird sehen. Das nächste Projekt ist Emoto, auch eine Twitter-Visualisierung. Jeder muss ja mal eine Twitter-Visualisierung in seinem Leben gemacht haben. Das war eine Data Art Commission, also eine Datenkunst-Beauftragung, ja, die sozusagen im kulturellen Rahmenprogramm der Olympischen Spiele stattgefunden hat. Da haben wir uns mit einer Projektidee beworben und haben dann einfach ein Projektbudget bekommen, was zur Online-Resonanz zu den Spielen zu machen. Das war so offen eigentlich. Ne? Und auch da hat man ein großes Team, also sowas macht man natürlich nicht allein. Wieder Studio Nahant und Drew Hammond, der das vor allem sozusagen aus England raus angeleiert hat und auch viel geleitet hat. Der technische Begriff für dieses Foto ist übrigens Boyband-Shot. Aber da sieht man sozusagen die Endresultate und da zeige ich euch gleich, was das so war. Also was wir gemacht haben, ist, wir haben ja die Olympischen Spiele und haben dazu die ganzen Twitter-Nachrichten in Echtzeit. Ne, wie werden die kommentiert? Was ist gerade wichtig? Was ist heiß? Sind die Leute aufgeregt oder gelangweilt? Und was wir dann gemacht haben, ist, die sozusagen so weit zu sammeln, wie wir können. Man kann sozusagen nur mit 1% der Twitter-Daten in Echtzeit arbeiten. Den Rest gibt Twitter nicht raus, aber die haben wir dann benutzt. Und haben zwei Sachen gemacht. Einerseits Themen identifiziert, sowas wie Hockey oder Gold Medal. Na, was wird gerade inhaltlich diskutiert? Und das Zweite ist, was ist sozusagen die emotionale Färbung der Sprache zu diesen Begriffen? Na, sind die Leute irgendwie positiv eingestellt oder negativ oder neutral? Die neutralen Tweets haben wir dann gleich rausgelassen, weil wir von vornherein gesagt haben, uns geht es um diese emotionale Darstellung, ne, oder wie sich Emotionen in Sprache ausdrückt. Genau, und da haben wir dann drei Projektteile, also eine Echtzeit-Datenvisualisierung, so eine Art datenjournalistische Tätigkeit oder so, und eine Datenskulptur daraus produziert, ne, was natürlich schön ist, was man sozusagen in der Auftragsarbeit selten macht. Wie das funktioniert mit der Sentimentanalyse ist in etwa so, also man hat so einen Tweet wie Barack Obama, der gerade Michael Phelps gratuliert, und da kann man jetzt eben diese Themen sozusagen identifizieren. Wir haben es so gemacht, dass wir schon von vornherein einen Themenpool hatten, an dem wir interessiert sind, und dann sucht man nach bestimmten Begriffen, die irgendwie eine positive oder negative Emotion ausdrücken. Das Verfahren ist natürlich auch begrenzt. Ne? Das ist nie so gut, wie das ein Mensch einschätzen würde. Es hat aber trotzdem besser geklappt, als wir gedacht haben. Also. Und naja, da hatten wir jetzt drei Visualisierungsformen. Das eine war für eine Online-Plattform, haben wir sozusagen zu jedem dieser Themen immer so zwei Figuren gebaut, eine mit diesen negativen Tweets und eine mit dem positiven, die so Art Origami-mäßig sich nach oben falten. Und jetzt steht hier die Größe dieser Dreiecke jeweils für die Anzahl der Tweets aus dieser Emotionsklasse. Und so kann man dann zum Beispiel verschiedene Themen gegeneinander vergleichen. Man kann gerade sehen, dass Medal irgendwie sehr positiv diskutiert wird und ganz viel, aber Gold Medal irgendwie negativ oder Diving auch sehr positiv. Und da kann man sich einerseits ein bisschen zusammenreimen, was das wohl heißen könnte, aber auch andererseits die Tweets dazu angucken. Also wenn man sozusagen während der Spiele auf die Seite gegangen ist, dann lief er in Echtzeit alle 5 Sekunden aktualisiert die Statistik. Ne? Also gerade ist die Stimmung fairly positive, 1,9 Sentimentpunkte. Und man sieht dann sozusagen diese Darstellung für alle Tweets insgesamt. Und wenn man jetzt ein einzelnes Thema anklickt, dann sieht man dazu, auch, oder hat man damals eben die Tweets vorbeifliegen gesehen, die positiven oben und die negativen unten, und konnte sich die dann angucken.
Das ist so der Echtzeitteil. Und die Seite hat auch im Endeffekt, wir hatten es als Archiv auch angelegt, das hat dann technisch nicht so gut funktioniert. Im Endeffekt war die genau während der Spiele online und genau Echtzeit. Und wenn es vorbei war, war es vorbei. Sehr flüchtige Angelegenheit, aber auch ganz spannend. Und wir haben das quasi gegenübergestellt diesem Datenskulpturansatz. Und in dieser Datenskulptur, da haben wir alle 12 Millionen Tweets, die wir gesammelt haben. Und es war, wie gesagt, nur ein Bruchteil aller, die wir hätten bekommen können, wenn wir jetzt bei Twitter im Hauptquartier gesessen wären, in eine Datenskulptur gefräst. Ja, und das ist so eine Art Relieflandschaft, die so das Up and Down, das Auf und Ab der Emotionen auch tatsächlich in so eine Höhenlandschaft übersetzt. Hier sind es die negativen Tweets wieder unten und die positiven oben. Und man hat einerseits das physische Relief, was den gesamten Verlauf abbildet, und eine Projektions, also eine Digitalprojektion, die dann einzelne Themen sozusagen dort verortet und sagt, Oscar Pistorius war da sehr populär und Team UK oder Team GB dort. Ne? Und diese Projektion, die kann man sozusagen als Nutzer dann durchschalten und sehen, wie so einzelne Themen sich vom großen Gesamtthema unterscheiden. Genau, man hatte hier noch so einen Cursor, konnte man hier durchlaufen und dann sehen, was jetzt an bestimmten Tagen der Spiele besonders interessante oder wichtige Tweets waren. Genau, und das wurde dann ausgestellt sozusagen zu den Schluss, zur Schlussveranstaltung der Spiele. War insofern ein ziemlich knapper Zeitraum, weil wir quasi während der Spiele schon die ersten Platten fräsen mussten, weil die auch so eine bestimmte Lackierung haben, die eine Woche trocknen musste, und das war alles so sehr last-minute produziert. Man sieht da auch, weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, aber irgendwo ist mal ein halber Tag Lücke, da sind dann die Daten verloren gegangen. Und dann ging das halt so zum Fräsen. Ja, das ist dann mit so Echtzeitprojekten manchmal so. Genau. Naja, und bei so Projekten ist halt auch sowas wie diese Feinstruktur, die sich dann durch dieses Fräsen, da gibt es so einen runden Fräskopf, der da so Spuren macht. Ne? Ist eigentlich erstmal Zufall, aber war dann ein schönes Gestaltungselement. Also man muss da sehr auch sozusagen auch da wieder viel ausprobieren, Prototyping machen, um diesen Gestaltungsraum zu verstehen. Und das waren dann sozusagen die Themen, die man auf dieser Skulptur sich anzeigen lassen konnte. Ne? Phelps und Lochte, die zwei Schwimmer, die so ein bisschen in Konkurrenz waren. Oscar Pistorius, der jetzt auch nochmal irgendwie aktuell in den Meldungen ist. One Direction ist eine Boyband, die eigentlich gar nichts mit Sport zu tun haben, aber immer, wenn die irgendwas zu Olympia getweetet haben, dann gab es tagelange Retweets, Zehntausende. Ne? Und dadurch waren die immer ganz oben. Auch Irland war dadurch ganz weit oben, weil die irisch sind. Und die haben so unsere ganzen Resultate quasi verbogen. Ja. Ganz interessant. Ja, das ist eine eigene Welt. Also das ist sozusagen, da kriegt man auch vollkommen unerwartete Effekte und wundert sich dann, was ist da los? Und dann versteht man, ach so, das ist wieder irgendeine Boyband. Naja, und das passt dann sozusagen zu diesem dritten Teil des Projekts. Und wir hatten einen Blog, auf dem wir quasi, während die Spiele liefen, mussten wir sowieso das System immer am Laufen haben und auswerten. Und wir haben dann unsere Einsichten sozusagen live dokumentiert und haben über kurze Artikel geschrieben, mehr oder weniger, mit Datengrafiken, haben uns zum Beispiel angeguckt, wie ist die Eröffnungszeremonie, wie wird in England wahrgenommen versus US, und US war deutlich negativer eingestellt. Also wir haben dann so probiert, so einzelne Spotlights so auf einzelne Themen, ne, zu richten und dann ein bisschen auch zu recherchieren selber und eine gezielte Grafik zu machen. Ne. Oder wir haben zum Beispiel unsere Emotionsdaten genommen und dann so Diagramme gemacht, die halt für einzelne Sportler oder einzelne Themen, die gerade in der Diskussion waren, so ein bisschen den letzten Verlauf anzeigen. Und das hier so eine ganz geschickte Art der Darstellung, so die Liniendicke hier ist die Anzahl der Tweets und die Farbe und die vertikale Position ist die Emotionsfärbung. Ja, dann kann man zum Beispiel unterscheiden, hier gibt es sehr viele negative Tweets und dann, danach kommen sehr viele positive. Und hier ändert sich aber der Durchschnitt gar nicht, der Emotionen, aber die Menge. Ja, und da gibt es so kurze Bursts und man sieht sozusagen hier beides über so ein, wie als ob derjenige, der es dokumentiert, irgendwie mit dem Stift fester aufdrückt, kann man sich vorstellen. Naja, und das war sehr spaßig, so diese einzelnen Stories auch rauszufischen. Wir konnten dann auch für so einzelne Themen sozusagen nachvollziehen, warum oder welche Tweets dem zugrunde lagen. Da hatten wir so ein Tool, konnten dann nachgucken und haben das dann annotiert. Und da gibt es dann auch so kleine Einsichten, wie als Ryan Lochte dann zugegeben hat, dass er den olympischen Pool gepinkelt hat, dann fällt, das führt dann zu -4 Sentimentpunkten. So. Und das Bild sieht auch schon, ja, passt schon irgendwie.
Eine Sache so zum Thema Weltbilder. Ich meine, verkauft wurde das Ding immer so ein bisschen als the world's response to the games. Ne? Und also ich bin da persönlich immer relativ vorsichtig. Auch als wir dann die Karten gemalt haben, es ist halt nicht the world's response. Es ist halt England zu einem guten Teil und Amerika zu einem guten Teil und sonst sehr wenig. Und also da muss man immer vorsichtig sein, was sozusagen der spezielle Bias, sagt man auf Englisch, ne, so diese Verfälschung, die halt in der Datenauswahl schon steckt, ist. Ne. Und ich bin auch ganz froh, dass man inzwischen auch wissenschaftlich erforscht, wie ist jetzt sozusagen die Twitter-Population zum Beispiel anders als die normale Population, ne? Und kann man das vielleicht gegenrechnen? Kann man da irgendwie statistische Methoden finden, um trotzdem aussagekräftige Hinweise zu finden und so weiter? Aber dieser Schritt sozusagen, Twitter ist gleich Internet, Internet ist gleich Welt, ganz schwierig. Also und wird einfach so oft, man macht es ja selber. Man sieht eine Weltkarte und man denkt, das ist die Welt. Und das möchte ich, dass wir das ein bisschen im Kopf behalten. Ganz kurz, Data Cuisine ist nochmal was ganz Abseitiges. Also Sie sehen schon, ich zeige heute eher die abseitigen Sachen. Hier war die Frage, wie können wir Essen für Informationsdarstellung benutzen? Und wir kennen ja visuelle Variablen, ne? Position, Strichstärke, Farbe. Und wir waren halt interessiert, was sind denn kulinarische Variablen, mit denen wir arbeiten können. Und da gibt es eine Menge, da gibt es eigentlich viel mehr als in der Grafik. Ne? Also es hört sich erstmal albern an, aber eigentlich ist es ein viel ausdrucksstärkeres Medium als Grafik. Das geht beim Geschmack, Textur, Temperatur, aber geht hin bis zu den ganzen kulturellen Konnotationen von Essen, die Serviersituation, Reihenfolgen. Also es ist ein unglaublich ausdrucksstarkes Medium. Naja, und da haben wir uns in einem Team zusammengefunden und einen Workshop gemacht in Helsinki. Wollen wir auch noch mehr sozusagen aus der Reihe machen. Und die Teilnehmer haben dann einerseits Essen mitgebracht, wir haben auch was zur Verfügung gestellt. Wir hatten dann verschiedene Themen, die bearbeitet werden konnten, zu denen wir auch Datensätze hatten. Und haben dann erstmal so Aufgaben gegeben, überhaupt sozusagen sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, interessante Verbindungen zwischen Zutaten und inhaltlichen Fragen vielleicht zu finden. Und am zweiten Tag ging es dann ans Kochen und wir hatten einen richtigen Profikoch, also Antti Nurka ist richtig guter Chef und der hat sozusagen den Teilnehmern auch ein paar Tricks gezeigt, was so Schneiden und Zubereitung und so betrifft. Und am Schluss hatte dann jeder sozusagen so ein essbares Diagramm produziert. Lac Mustica ist so ein Nachtisch und sozusagen die dünne Schicht hier ist die Anzahl der Beeren, die in den finnischen Wäldern gepflückt wird tatsächlich. Und das Weiße ist, wie viel gepflückt werden könnte. Ja, also, und dafür importieren sie halt irgendwie aus Polen oder sonst wo die Blaubeeren, aber sie könnten eigentlich super viel selber pflücken. Das ist so eine Karte von Finnland mit dem sozusagen typischen Essen und dann auch die relativen Mengen an Alkoholkonsum, auch verschiedene Sorten von Alkohol, so Gläsern. Das ist eine Lasagne, die den Bevölkerungsmix von Helsinki zeigt. Also hier am linken Ende ist 1980, kaum Gewürze, schmeckt so ein bisschen lasch. Und dann hier kommen ja immer mehr Gewürze, also auch in der Lasagne rein. Das ist sozusagen, steht für die ganzen verschiedenen Ethnizitäten, die zugewandert sind. Und da hat er dann, da sind wir dann für jede Ethnizität auch versucht, ein typisches Gewürz zu finden. Und der Mix, sozusagen dieser Spice-Mix, spiegelt dann die ethnische Mischung. Der Happiness Cocktail, die Anzahl der Facebook-Freunde von einer Person, die auf ihren Profilbildern lächeln, die haben dann so einen Shrimp irgendwie. Und da kann man so mit seinem Shrimp-Cocktail rumlaufen und seinen Freunden angeben. Genau. Und dann hatten wir immer noch Rezepte, also sozusagen die Datenzutaten, die Essenszutaten und die Zubereitung. Also eine gewisse Rigorosität war uns da schon wichtig, dass es sozusagen auch eine Regel dahinter steht oder eine Reproduzierbarkeit da ist, dass es wirklich ja, eine sauber gemachte SU-Grafik ist. Und, naja. Aber das Nette war natürlich die Kombination, die Leute, ihre Ideen und das Essen. Ne? Okay, ganz kurz nochmal der Bogen zu diesen Weltbildern. Mich interessiert es immer mehr, wie wir darstellen, was wir darstellen, vor allem was. Meistens wichtiger. Ich meine, wir alle wissen ja, so wie sieht ja die Welt aus. Ne? Das ist ja die Welt. Die wenigsten reflektieren, dass das halt eine hochgradig verbogene, verzogene Abbildung der Welt ist, die halt für zwei Sachen gut ist, so zoombare Karten im Internet und Schiffsnavigation. Was uns aber die Abbildung sozusagen vollkommen falsch darstellt, ist zum Beispiel die Größe von Afrika. Afrika ist riesig,
Ja, man denkt immer, es ist relativ überschaubar, aber man kann irgendwie die ganzen Vereinigten Staaten, China, Indien und einen guten Teil von Europa in Afrika reinpassen. Das wird halt auf der Mercator-Darstellung verkürzt dargestellt, weil es um den Äquator rumliegt. Und es gibt zum Beispiel halt auch alternative Darstellungen, ne, wie diese Hobodaya Equal Area Projection, die versucht sozusagen hier über eine Stauchung in den Außenbereichen, eine vertikale, wieder die Flächenverhältnisse gerade zu rücken. Und die ist jetzt halt auch noch gedreht und sozusagen hat ein anderes Zentrum. Ja, hier ist dann Europa, so eine kleine Provinz am Rande. Das ist aber eigentlich eine genauso gute, vielleicht sogar bessere Darstellung der Welt. Es gibt ja auch kein Oben und Unten. Ne? Also ich kriege dann immer die Frage, warum ist die denn umgedreht? Ja, die ist ja gar nicht umgedreht. Ja, das ist, es gibt kein Oben und Unten im Weltall. Es ne? ist einfach eine Konvention, die wir halt haben, die auch unser Denken prägt. Und wenn man sich das zu lange anguckt, wird einem so ein bisschen komisch. Und dieses Gefühl, dass einem so komisch wird, das ist genau der Punkt, den ich meine. Wir sind so sozusagen indoktriniert von bestimmten Darstellungsformen, dass uns die so ein bisschen unkomfortabel macht. Ja? Und also das möchte ich mal zum Anlass nehmen, auch so visuelle Konventionen gern zu hinterfragen. Und das Zweite ist, für mich wird immer wichtiger, nicht darüber zu diskutieren, nehmen wir jetzt Kreise oder Balken. Ja? Das ist ein technisches Detail, das ist ein handwerkliches Detail, da gibt es auch Geschmacksunterschiede, ist ja egal. Aber was viel zu wenig diskutiert ist, was eigentlich dargestellt wird. Welche Datensätze stellen wir da, was lassen wir weg, was wird immer wieder systematisch weggelassen. Ja? Und also ich möchte es mal so unter diesem Begriff Framing, so was der Rahmen, den ich wähle, zusammenfassen. Ein gutes Beispiel ist, man sieht ja immer wieder so Facebook-Karte, Millionen von Leute, super cool, der Planet und so. Und es hängt natürlich mit diesem Overview-Effekt, es ist toll, das zu sehen, ne? Möchte ich gar nicht in Frage stellen. Aber die Frage, wenn man das sieht, muss ja eigentlich sein, ja, was stellt denn die Karte nicht dar? Ja, okay, das sind die Facebook-User. Ja, und, aber da hat sich jemand sozusagen sich die Karte genommen und einfach eine zweite Karte einfach als Bild drüber gelegt. Und das Rote ist jetzt, sind die Flächen, wo Leute wohnen eigentlich auf der Welt. Ja, und jetzt wird es spannend, weil man jetzt sozusagen sieht, das sind die Facebook-User, das sind die Nicht-Facebook-User. Ja, und die Karte vorher hat mir halt nur gezeigt, ja, es gibt eine Menge Leute, die Facebook benutzen. Und hier wird es interessant, weil man sozusagen anfängt, Sachen zu kontrastieren, gegenüberzustellen, Fragen aufzuwerfen. Ja, und da wird es spannend. Und das passiert eben gar nicht unbedingt nur über die Darstellungsform, sondern einfach, welche Datensätze wähle ich denn aus und was der Bezugsrahmen, was der Denkbezugsrahmen, den ich vorschlage. Und um das abzuschließen, Scott McCloud hat ja dieses tolle Buch Understanding Comics. Und er spricht hier wirklich über wörtlich, über Rahmen, und zwar über diese Comic-Rahmen, ne? Diese, was hier um so ein Bild rum ist. Ne? Er sagt halt, diese Entscheidung ist super wichtig, es gibt solche Rahmen. Aber über diesen Rahmen als die Kamera des Lesers zu denken, ne? Zu überlegen, dass dieser Rahmen eigentlich das ist, wodurch der Leser guckt. Und das ist das Gerät, mit dem man sozusagen den Leser an der Schulter nehmen kann, irgendwo hinstellen kann und ihm nochmal den Kopf gerade rückt und sagt, jetzt guckt ihr das an. Und das ist das, was passiert und das ist das, was auch eben ganz gezielt und sehr bewusst gemacht werden muss, dieses jemand wohin zu stellen und zu sagen, guckt ihr das an. Und das ist eine Sache, die Datenvisualisierung erreichen kann. Danke fürs Zuhören.